Erdung steht! Erdung steht! Erdung steht! Erdung steht! Wir sind im Bereich der NATO-integrierten Luftverteidigung eingesetzt, das heißt unter NATO-Kommando hier, und stellen sicher, dass die Integrität des slowakischen Luftraums nicht gefährdet wird, dass wir sehen können, wenn sich hier jemand reinbewegen soll in diesen Luftraum, der hier nichts verloren hat oder nichts zu suchen hat, dass wir also sicherstellen, dass der Luftraum über der Slowakei sicher ist. Das Patriot-System wird genutzt für den Schutz eigener Truppe, für den Schutz von Bevölkerung, für den Schutz von Städten, von kritischer Infrastruktur, das können Werftanlagen sein, das können Atomkraftwerke sein. Darüber breiten wir mit dem Patriot-System eine Schutzglocke drüber aus und stellen sicher, dass dort keine unerlaubten Flugzeuge, Raketen dieses Schutzobjekt gefährden und stellen somit die Sicherheit am Boden für diese Truppe, für dieses Objekt sicher. Ja, das Patriot-System ist ein reines Defensivsystem. Das heißt, wir können uns nur gegen anfliegende Bedrohungen damit schützen. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, mit einem Patriot-Missile einen Gegner anzugreifen, sondern das ist ein System, was ausschließlich dafür gebaut ist, defensiv zu wirken. Das heißt, wir können damit einen Raum schützen, wir können Truppe schützen, wir können eine Stadt schützen. Reines defensives System, was wirklich nur gegen anfliegende Bedrohungen eingesetzt werden kann. Ich habe gar keine Möglichkeit, es offensiv einzusetzen. Operators bedienen das Wapensystem, vuren de missiles af richting het doel en ons radarsysteem praat door middel van radarcommunicatie de missile richting het doel om hem uiteindelijk te vernietigen ter bescherming van steden en andere belangrijke assets. Het wapensysteem is zo effectief omdat onze radar zeer specialistisch is en daardoor ook zeer adequaat en heel nauwkeurig zijn doelen Richtung das uiteindelijke Doel kann leiden. Die Slowakei agiert hier als Host Nation und unterstützt uns hier logistisch, infrastrukturell, aber auch durch fachliche Expertise. Die Deutschen sind hier als Lead Nation, stellen einen Teil des Waffensystems und die Niederländer sind ebenfalls hier mit einer Unit und stellen ebenfalls einen Teil ihres Waffensystems. Die multinationale Zusammenarbeit ist wichtig, weil wir natürlich als NATO-Mitglieder nach außen ein starkes Bild darstellen, hier an der NATO-Ostflanke, als auch durch die verschiedenen Expertisen, die jede Nation in diesen Einsatz mit einbringt.